Hallo und willkommen wieder zurück zu Spyro Year of the Dragon. Beim letzten Mal haben wir die Gartenstadtwelt, also zumindest die Hauptwelt, vollständig erkundet. Ja gut, den Vogel habe ich jetzt noch nicht befreit, doch. Also den nächsten Charakter, den wir gebrauchen können für ein paar Orte. Nichtsdestotrotz geht es dieses Mal Richtung, na, lass mal gucken, zum Bauernring. Naja gut. Im Remastered heißt der Ort bestimmt anders. Aber hier heißt der Ort, so wie ich ihn gerade eben gesagt habe. Gut. Zeitspiel, Rennen gegen die Hummel. Zeitspiel. Jetzt geht's mal wieder schön in der Route. Was ich jetzt aber mache, ist es so rum. Da kommen die mir alle entgegen, die Trecker. Vier, fünf, sechs, sieben. Ein verfehlt. Ja, das war nicht so geplant. Okay. Da kommt der Trecker, den hole ich mir jetzt erstmal kurz. So, jetzt erstmal schön die Flugzeuge holen. Wo ich gerade mal hier bin, weil das gerade ein bisschen kompliziert ist, so wie ich gerade fliege. Aber wenn es funktioniert, schön und gut. Da ist er. Scheiße, die Zeit. Jetzt habe ich Cut. Okay, erst Ansatz verkackt. Zeit abgelaufen. Neuer Versuch. Muss ja alles in eins. Ja, genau. Drück noch die falsche Taste. Das ist gerade das beste Fail, den ich gerade machen kann. Jetzt erstmal schon die Trecker hinterherjagen. Einen habe ich jetzt da liegen gelassen, versehentlich. Toll. Lieber ein bisschen so die Kontrolle dabei behalten. Und her mit dem. Jetzt noch dieses Flugzeug. Ja, die Zeit wird sowieso jetzt langsam knapp. Die Zeit wird gerade sehr knapp, wenn man sich das gerade anschaut. Oh ja. Das wird jetzt auch nichts. Shit. Das war jetzt gewollt. Weil es sonst nicht mehr geschafft wäre. So oder so. Weil die Zeit war jetzt schon zu knapp. Jetzt geht es erstmal den Trecker hier nämlich so rum. Damit es nämlich ein bisschen irgendwie. Es klingt zwar schon im ersten Moment komisch, aber es ist gerade so scheiße. Bisschen leichter wirkt. So, Trecker. Jetzt geht es erstmal schön den Flugzeugen an den Kragen. Schön entgegenkommend. Damit sich das schon mal hier besser auswirkt. So, einmal umdrehen. Wir haben die Edelsteine klar safe. Und alles erledigt. Geschafft. Deine Zeit. 1,4. Das war so atemberaubend. Es gibt dafür ein Ei von den Bewohnern der Farm.
Garvin gerettet. Gehen wir nochmal auf Zeit spielen. Hier ist ja noch was versteckt. Ob ich irgendwas gerade freigelegt habe wegen der Zeit? Fraglich. Aber kann auch nicht eingesehen werden. Spyro, du wirst es nicht glauben, aber hier wimmelt es von Schaf-UFOs und Weltraumkühen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie irgendjemanden entführen. Ich schnall mir mal meinen Raketenantrieb an und puste die Weltraumkühe weg. So, Jäger gehen. Klar. Aufgepasst, Kühe. Hier komme ich. Jetzt geht es darum, dass er die Kühe retten muss. Vor diesen UFOs. Und diesen Weltraumkühen. Typisch diese wunderschöne zweite Aufgabe. Ist aber auch gerade nicht unbedingt die leichteste. Weg mit den Kühen. Lass die Kühe in Frieden. Weltraumkühe. Einfach ein Gag. Oder lass einfach die Bauern da zufrieden. Weltraumschafe. Wollte gerade Jäger erwischen. So hat er gerade erst im ersten Moment den Anschein gemacht. Zum Glück aber ein Fail. Kann sich dieses Schaf nicht mal beherrschen. Diese UFOs. Na, ist mal schön auf die Weltraumkuh zielen. Haben wir ja voll getroffen. Gut gezielt, sagen wir schön. Okay. Ja. Wir haben den letzten erwischt, bevor er dieses Ei entführen konnte. Super. Ein weiteres Ei. Welche Herausforderung möchtest du spielen? Rennen gegen die Hummel. Jetzt geht das nächste Rennen los. Schön die mitnehmen. Schön auf den pfeffern. Und schön die Ringe erwischen. Mitnehmen und drauf. Klar, dass er den gerade genommen hat. Richtungsfee. Stimmt ja, darunter war ja noch einer. Ich hab das jetzt gerade nicht wirklich gerade mehr mitbedacht. Wie habe ich den jetzt unbedingt verfehlt? Nee, ich habe die jetzt nicht mitgenommen. Ich muss aber den Erstplatzierten da erwischen. Deswegen sollte ich dieses Mal schauen, definitiv, was ich brauche, gerade mitzunehmen und einzusetzen. Ach, der hat's benutzt. Ich nehme das mal, bin ich definitiv ein bisschen schneller. Das habe ich verfehlt. Erwischt. Erwischt. Da sehen wir den zweiten. Den müssen wir erstmal holen. Okay. Jetzt sind wir selbst auf dem zweiten, aber wir müssen auf den Erstplatzierten kommen. Quasi dem Roten, da jetzt gerade
noch überholen. Und das wird jetzt ein bisschen komplex. Weil der ist noch ein bisschen weiter vor als wir. Deswegen hat er gezählt. Gut. Da ist nämlich die Finishline. Bester Fail überhaupt. Alter, ich sehe nichts. Oh toll, da hängt er schon wieder hinter uns. Ich glaube, der hat schon durch. Wir müssen nochmal Durchgang machen. Das ist so toll. Beendet, zweiter Bestzeit. Wir müssen aber erster werden für das Ei. Und das ist nicht so ganz leicht. Erstmal den erstmal ein bisschen abschwächeln. Zünden wir mal die Rakete. Ja, genau. Da müssen wir mal wieder schön geschickt fliegen. Toll. Geschickt fliegen, wirklich. Huch, den habe ich jetzt aber voll verfehlt. Dritter. Aber der hängt mir noch am Fersen hier. Der hat den verfehlt. Sehr gut. Aber jetzt hat er den genommen. Zünden wir das mal. Direkt einen neuen sammeln können. Und nochmal zünden. Der das nicht aktivieren kann. So, jetzt müssen wir noch schön an den Erstplatzierten da rankommen. Bester Flug überhaupt. Wieder mal. So. Jawohl. Besser fliegen kann man ja gerade wohl auch nicht. Da verfehlt man den schon wieder. Ich hoffe mal nicht, dass der jetzt gerade zu viel Vorsprung hat. Der Erste. Ne, ich sehe den. Das ist gut. Zünden. Hoffentlich habe ich den gerade... Nein, der hat den Boost erwischt. Ich habe den nicht getroffen. Ja, genau. Voll auf dem Falschen. Nee, der ist durch. Leider. Schon wieder. Aber ein bisschen schneller waren wir definitiv. Deswegen, sonst hätten wir jetzt keine neue Bestzeit. Nochmal von vorne das Ganze. Klar. Mal schön hier die jetzt alle mal überholen. Vierter. So. Jawohl. Genau noch mitbekommen. Denkst du, hab ich wohl gerade beides erwischt? Auf dem dritten Platz, das ist schon mal gut. Beide getroffen, habe ich mal mitgenommen. Na. Egal, habe ich jetzt die Abkürzung mal nicht genommen. Da sehen wir ihn schon. Oh gut, ich dachte schon, ich habe den verfehlt.
weil ich war auf Kurs. Sehr gut. Sehr gut, dass ich gerade auf Kurs bin. Und gerade nicht heißt vom Kurs abgekommen oder was. Da sehen wir ihn. Wir kommen ihm nahe. Och, danke, du blaues Flugzeug. Ah, das war gerade nichts. Das nennt man Karma. So müsste ich mal den Zweifach-Boost hier. Um direkt dem da näher zu kommen. Bester Schuss ever. Geht erstmal daneben. Schon überholt. Typisch. Da ist er schon wieder. Gerade funktioniert alles schön und gut. Das kann man auch nicht so lange sagen. So gerade ohne Probleme gerade überholt. Da sehen wir den schon. Abfeuern, da haben wir den ersten Räder mal angeschwächt. Aha, da ist er wieder am Fliegen. Danke dafür, dass du mich gerade blockiert hast. Geht doch. Da verlangsamt man ihn ja wohl gerade sehr gut. Jetzt müssen wir die Position erstmal noch halten. Und das, weil gerade erst noch Runde 2 ist. Okay, jetzt haben wir die finale Runde. Ja, die habe ich jetzt. Den habe ich gerade verpeilt. Mitnehmen sollte irgendwas schief gehen. Vorsichtshalber kombinieren, ehe der mir auf den Fersen hängt. Das kann so schnell passieren, man glaubt es nicht. Ich behalte die Rakete lieber mal, wenn er auf Überholungskurs ist. Aber gerade läuft im Moment alles gerade wieder mal super schön am Schnürchen hier. Was kannst du da mehr sagen? Erster Platz. Und musste gerade noch komplett hier durch. So. Den hau ich mal schön ran, den Grün. Und. Gewonnen. Der nächste Drachenbaby. Welche Herausforderung möchtest du nun spielen? Eigentlich jetzt keine mehr. Ja, das ist ja schon voll. Zurück nach Gartenstadt. Mal schön mal kurz mal zum Atlas zugreifen. Und da sieht man es schon. Bauernring fertig. Gut, sollte euch das Video gefallen haben, immer Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. So verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis dahin alles Gute, haut rein, bis zum nächsten Mal.